Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video von den Schock Open Fit. Ist auch noch, jo, automatisch ist auch noch drin. Ich bin mal gespannt. Wir hatten eben ein Unboxing gemacht. Ich habe die auch schon mit meinem Handy im Unboxing gekoppelt. Ging eigentlich ganz easy. Jetzt werden wir uns das mal angucken vom Tragekomfort her. Links, rechts. Also das finde ich schon mal schön, dass man das gut erkennen kann. Wartet mal, ich setze mal meine Brille am besten vorher ab. Oh, das ist ja easy. Braucht man ja nicht großartig machen. Einfach drüber und dann... Ach, die sind dann so halb drinne. Also nicht direkt Knochenschall, sind einfach nur so wie kleine Lautsprecher über den Ohren. Ja, werden wir mal gucken, wie sie sich jetzt schlagen. So. Open sind an. So, dann machen wir mal Spotify. Also die sind echt leicht. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, die sind ein bisschen schwerer. Wackeln noch gar nicht, überhaupt nicht. Also die sitzen sehr, sehr gut. Locker, nicht zu fest, nicht zu locker. Jetzt mal lauter machen. Leg dich mal hin, Katha. Also der Sound ist mega geil. Und schön laut. Der Sound kommt gut rüber, man hört die Stimmen aber auch gut. Selbst Brille kann ich dann noch tragen. Oh, da geht es ja noch lauter, wenn man randrückt. Und ich höre trotzdem noch meine eigene Stimme und alle drin auch rum so. Er tut jetzt nicht so viel, weil laut ist. Ist du deine Tat? Deine Welt, ja. So, warte mal, jetzt gucken wir mal. Warte. Ach, hier vorne ist es. Na, da muss ich noch ein bisschen üben, dass ich Doppelklick. Ah, das zum Anfang. Das nächste Lied. Nochmal nächstes Lied. Okay, also zum Anfang geht immer zum Anfang des Liedes.
Weitermachen ist halt gedrückt halten und mit dem anderen, also gedrückt halten ist hier Lied rechts ein Lied weiter, also dass das nächste Lied kommt. Links ist dann halt wieder zum Anfang vom Lied, aber man kann halt nicht direkt zum, weil da ist so ein kleines Delay von der Reaktion und bis es im Handy ist, dass der dann halt das nicht gleich so macht, wie ihr wollt. Also dass es dann vielleicht ein Lied vorgeht. Jetzt gucken wir uns aber trotzdem nochmal die Beschreibung an. Also ich muss sagen, die Tonqualität ist saugeil. Der Tragekomfort ist saugeil. Die merkst du nicht. Die sind echt leicht. Ich werde die heute auch mal mit dem PC verbinden und im nächsten Hangout benutzen oder beziehungsweise Stream benutzen und gucken, wie lange die Akkuqualität wirklich ist, weil hier steht Bad. Nee, hier stand es nicht. Wo stand denn das? Also, das stand auf der Webseite, glaube ich. So. Das ist jetzt hier der User Guide. In Nicht-Deutsch. Mit Pairing und alle drum und dran. Jetzt gucken wir hier mal nach. Hier haben wir Deutsch. Aber hier sind dann auch nur so kleine, die, echt ganz kleine Schrift. Also das glaube ich nicht. Also wir müssen halt das Englische nehmen, so wie es aussieht. So. Also man soll sie so halten in beiden Fingern und so nach drüben drüber stülpen. Und dadurch geht es genau ins Ohr hier oben, wo es jetzt ist, bei mir rein, dass es im Ohr drin ist und halt draußen halbwegs. Touch Control ist halt praktisch hier. Da hat man auch so einen kleinen Nippel, den man merkt, dass man weiß, wo man drücken muss. Das ist ganz cool. So, aber was sieht es denn hier aus mit Akkustand? Drei Sekunden drücken, drei Sekunden drücken. Und ja, das ist mir ein bisschen zu klein geschrieben. Deutsch. Doppelpairung. Pairing. Ja. Stand das an der Seite vom Karton vielleicht? Oder auf der Webseite? Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Da muss ich jetzt wieder Trick 17 rausholen. Weil selbst mit Brille ist es echt ziemlich klein. So, ein Foto machen. Und dann können wir hier nämlich schön reinzoomen. Ne, hier steht es nicht. Hier ist nur Adresse, Seriennummer und so. Englisch. Niederländisch, Portugiesisch, Deutsch. Moment. So, ich habe jetzt extra nochmal nachgelesen, weil auf der Verpackung war es nicht. Ich habe es aber jetzt online gefunden. Jetzt nicht jetzt, wie viel Milliampere die Akkus in den Kopfhörern haben oder in dem Case. Das war jetzt hier nicht so. Aber hier steht bei Shock, dass oder Shocks, Shock, Shocks,
Ach, wo habe ich's denn jetzt? 57 Gramm hat die Ladebox. Also hier. Bis zu 28 Stunden sollen die Kopfhörer halten. Wobei das jetzt nicht auf die Kopfhörer einzeln bezogen ist, sondern halt in Verbindung mit dem Case. Ja? Das ist. Mit einer Akkuladung bis zu 7 Stunden inklusive der mit inklusive der Reserve in dem mitgelieferten Ladebox. Also praktisch 7 Stunden, wenn die vollgeladen sind. Also wir gehen jetzt davon aus, die sind vollgeladen. Die Box wird in der Zeit, wo wir sie benutzen, auch vollgeladen. Dann haben wir mit denen 7 Stunden laut Schocks und hier nochmal 28 Stunden. Und laut Schocks reicht es, wenn wir die Kopfhörer, wenn die jetzt leer sind, für 5 Minuten in dieses Case packen. 5 Minuten. Und danach sollen die beide wieder für mindestens eine Stunde funktionieren. Ich werde es heute Abend testen. Ich bin mal gespannt. Aber ich muss sagen, die Akkus sind von Schocks, die sind schon geil. Also bei dem Knochenschall, bei dem Mini, bei den normalen und bei Com. Genau, Com ist ja mit dem Mikrofon. Also die kann ich, wenn ich die einmal voll geladen habe, auch wenn ich Hangout mache und der über 8 Stunden geht, kann ich die locker 2 Tage, also für einen Hangout, der halt auch meistens 5, 6, 7 Stunden geht, und dann noch eine normale Session mit Quatschen oder Spielen und manchmal sogar noch einen dritten Tag. Je nachdem, wie lange sich, also so im Schnitt 8 bis 10 Stunden komme ich da sehr gut mit hin. Meistens halten sie länger. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die sich hier schlagen. Also Ton ist super. Tragekomfort ist echt geil. Kann ich jetzt so nicht anders sagen. Ja, man braucht hier nichts biegen, einfach auch beim Ruff machen. Ich zeige euch das nochmal. Ihr sollt die so festhalten und dann einfach, ich mache mal die Brille ab, dass ihr das seht, und dann hier einfach so rüber flitschen lassen. So. Und also jetzt habe ich angemacht. So. Und dann sind die hier und dann funktionieren die. Also vom Tragekomfort bin ich begeistert. Also ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von sowas. Aber der Tragekomfort hier ist wirklich erste Sahne. Ich werde die mir jetzt auf den PC-Tisch packen. Und dann bin ich mal gespannt, wie sie sich heute Abend im Hangout schlagen. Bedienung ist gut. Was ich gut finde, da haben wir so einen Nippel dran, ne? Also so eine leichte Erhöhung und da merkt man, ach, hier bin ich. Und dann weiß ich, da muss ich gedrückt halten und einmal drücken Play, einmal drücken Pause. Gedrückt halten geht es halt weiter. Auf der Seite einmal gedrückt halten geht es zurück. Also zum Anfang vom Lied, aber auch wenn man einmal drückt Play oder Pause. Also das Play-Pause geht bei beiden. Dann ist aber auch eine Erklärung mit bei für Telefonanruf nehmen und hast nicht gesehen. Selbst den Google Assistant konnte ich damit eben rufen. Das habe ich außerhalb des Videos gerade gemacht, weil ich mit der Großen gerade noch geredet hatte. Die ist gerade unterwegs jetzt. Bombe. Echt Bombe. Also richtig, richtig geil. Also ich bin mega zufrieden. Aber nichtsdestotrotz, ich muss noch was essen. Und das ist hier schon 12:30 Uhr. In einer halben Stunde muss ich los, die Kleine holen. Die hat nämlich heute Ergotherapie. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wie ein Träumchen. Wie gesagt, ich werde die jetzt erstmal testen. Und dann kommt noch ein Fazitvideo. Ein bisschen später gibt mir ein paar Streams, dass ich die testen kann. Oder unterwegs mit Fahrrad darf ich ja gerade nicht fahren. Aber bald wieder und dann kann ich auch ein Fazitvideo dazu machen. Das war jetzt, wie gesagt, erstmal der erste Eindruck. Gucken. Und der erste Eindruck hat mir sehr, sehr gut gefallen. So, nichtsdestotrotz sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin. Ah.